Manchmal konnte diese Galaxis ein wunderbarer Ort sein. Voller Augenblicke, in denen ich nichts als pure Dankbarkeit dafür empfand, am Leben zu sein. So wie jetzt, als wir die Sonnenwanderer sterben sahen. Sie erinnerten mich an Quallen aus lebendigem Glas, die in einem inneren Licht pulsierten. Filigran, ja, fast transparent, glitten sie durch das All, die Tentakel nach hinten gerichtet. Biologische Plasmaantriebe brannten an ihren Enden, während ihre Schirme in Flugrichtung interstellaren Wasserstoff durch winzige Öffnungen aufsaugten und in ihrem Inneren fusionierten. Sonnenwanderer. Sie waren fast so alt wie das Universum selbst. Oder zumindest verdammt alt. Es gab nur wenige verschwommene Holoaufnahmen von ihnen. Wesen, die sie live gesehen hatten, konnte man an einer Hand abzählen. Denn die Sonnenwanderer waren nicht nur alt, sondern auch ziemlich scheu. Der Sage nach wurden sie im Herzen von Sternen geboren und begannen anschließend eine Millionen Jahre währende Reise durch die Galaxis, auf der sie ihre Sporen in andere Sonnen pflanzten. Danach kehrten sie zum Stern ihrer Geburt zurück, um dort zu sterben. Seit meinen Tagen in der Trillidos-Kolonie hatte ich davon geträumt, wenigstens einen von ihnen mit eigenen Augen zu sehen. Jetzt sah ich einen ganzen Schwarm. Der Zufall hatte es gut mit uns gemeint. Eigentlich hatten wir die Eric hier in einem leblosen System am Rande des Gandara-Clusters geparkt, um in aller Ruhe ein paar längst überfällige Wartungsarbeiten vorzunehmen. Und außerdem die Kratzer glatt zu bügeln, die nach unserer brenzligen Begegnung mit Frikander Dilan auf Devolor 6 übrig geblieben waren. Während Hubert und ich an den Vetroporen herumschraubten, hatte der Scanner 3 Dutzend Objekte gemeldet, die sich seinem Sensorenhorizont näherten. Was? Hier draußen? Mitten im Nichts? Hatte Hubert geknurrt und die Schweißerbrille von den Augen gezogen. Bestätige, hatte Evi über die Sprechanlage von der Brücke aus gemeldet, und ihr solltet beide besser heraufkommen, es sei denn, ihr wollt die Chance eures Lebens verpassen. Ich gebe zu, mir stand der Mund offen, als ich sie das erste Mal sah. Sie waren durch das All geschwebt wie seltsame Meerestiere in einem schwarzen Ozean. Sind das? Hatte Hubert angesetzt. Evis synthetische Lippen formten ein wissendes Lächeln. Sonnenwanderer, flüsterte ich. So standen wir da, gebannt von dem Schauspiel. Der sonst so unerschütterliche Golvone, die mit allen Wassern gewaschene Roboter-Lady und meine Wenigkeit, der Sternentrotter, der so naiv gewesen war, zu glauben, das Universum könne ihn nicht mehr überraschen. Stunden vergingen. Die Sonnenwanderer hatten längst die Gasriesen im Zentrum des Systems hinter sich gelassen und steuerten direkt auf dessen G2-Sonne zu. In all der Zeit bewegten sie sich in einem kunstvollen, stillen Ballett. Und mir wurde erst spät bewusst, dass dieser Tanz ihr Abschiedsgruß an das Universum war. Sie würden weiter auf die Sonne zuhalten und darin verglühen. Sie wurden hier geboren, dachte ich, vor Äonen. Ein ehrfürchtiger Schauer durchfuhr mich, als hätte mich die Schöpfung beim Vornamen genannt. Eine Ewigkeit ist vergangen, und sie haben ihre Heimat nicht vergessen. So wie ich die Erde wohl nie vergessen würde. Dämliche Viecher, brummte Hubert, als die ersten Wanderer in die Korona eintauchten. Aber seine Stimme verriet, dass auch ihn das Schauspiel nicht kalt ließ. Die Wanderer vergingen in der Sonne wie Papierdrachen. Der Anblick war traurig und wunderschön zugleich. Was mochten sie auf ihrem Flug alles gesehen haben? Welche Wesen waren ihnen begegnet? Welche Welten hatten sie gestreift? Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Reise, flüsterte ich ihnen zu.
»Und ich hoffe, du lässt den Holorekorder laufen, Peppy«, sagte Hubert, ohne sich zu Evie umzudrehen. Guter alter Hubert, pragmatisch wie immer. Aufnahmen dieses Schauspiels würden uns einen hübschen Batzen Galax einbringen, wenn wir sie an die Medien oder diverse xenobiologische Fakultäten verkaufen würden. Schweigen senkte sich über die Brücke, nachdem der letzte Wanderer in der Sonne verglüht war. Jeder von uns schien aus seinem eigenen, privaten Traum zu erwachen. Dann zerriss ein Piepen die Stille. »Da will uns jemand sprechen«, Evi beugte sich über den Monitor. »Huggins!« »Durchstellen«, murmelte ich, immer noch nicht ganz im Hier und Jetzt angekommen. Ein grünes Froschgesicht erfüllte den Hauptschirm. »Ich grüße Sie, Rick«, quakte der Fordianer mit seinem unverkennbaren Akzent. Seine Glubschaugen waren zu ernsten Schlitzen zusammengekniffen. »Ich hoffe, ich störe Sie nicht?« »Nein, nicht wirklich. Wir...« »Gut!« Es war das erste Mal, dass Huggins mich unterbrochen hatte. »Ich habe nämlich einen Auftrag für Sie. Und die Zeit drängt. Sind Sie interessiert?« »Für das richtige Honorar immer.« Hubert grinste und zuckte neugierig mit den pelzigen Ohren. »Schießen Sie los, Huggins.« Der Pilotensitz quietschte, als ich mich darauf niederließ. Wie immer. Neben mir verschränkte Evi abwartend die Arme. Wie üblich machte Huggins keine Umschweife. »Eine unserer Tiefraumsonden hat vor kurzem eine ungewöhnliche Quantenfluktuation im Golgotha-Sektor gemessen.« Hubert, Evi und ich nickten simultan. Der Golgotha-Sektor, das war keine 8 Parsec von hier entfernt. »Eine ähnliche Fluktuation gab es in diesem Sektor bereits vor gut 8000 Standardjahren. Kurz danach kam es zum Erstkontakt mit einer Spezies von außerhalb. Sie begegneten einem Erkundungsschiff der Syndolon, blieben für kurze Zeit und verschwanden wieder.« Hubert verzog den Mund. »Was genau soll das heißen, von außerhalb? Aus einer anderen Galaxis?« »Nein«, Huggins Zunge glitt kurz über sein Froschmaul. Er schien nervös. »Von außerhalb heißt, nicht aus diesem Universum.« Hubert und ich tauschten einen ungläubigen Blick. Evi blinzelte erstaunt. »Fahren Sie fort.« Ein seltsames Kribbeln floss mir von der Schädeldecke den Rücken hinab. »Es sind nicht viele Informationen von damals übrig geblieben«, quakte Huggins. »Wie Sie wissen, sind die Syndolon in den letzten Jahrtausenden durch eine Reihe von Bürgerkriegen und Regimewechseln gebeutelt worden. Dabei gingen fast alle Holo- und Audioaufzeichnungen von damals verloren, ebenso das Erstkontaktprotokoll. Wir wissen nicht einmal mehr, wie die Besucher sich nannten. Nur eines«, er hielt kurz inne, »Sie haben versprochen, zurückzukehren. Und zwar auf den Tag genau heute«, vollendete ich. Das Kribbeln hatte mittlerweile meine Finger erreicht. »Korrekt«, Huggins nickte ernst und gewichtig. »Diese Geschickte ist in der Zwischenzeit zu einer Legende geworden. Der Sicherheitsdienst hat erst vor relativ kurzer Zeit davon erfahren. Ich war selbst nicht sicher, was ich von der Sache halten sollte. Trotzdem habe ich die Sonde im Golgotha-Sektor platzieren lassen. Nur für den Fall, dass die Legende wahr sein könnte.« Huggins lehnte sich vor. Sein Blick war durchdringend. »Rick, wenn die Besucher zurückkehren, möchte ich, dass Sie, Hubert und Miss Evi den Zweitkontakt übernehmen. Es gilt das Standardprotokoll. Tun Sie alles, um so viel wie möglich über diese Wesen zu erfahren.« »Aber wir sind nur Freelancer«, sagte ich, leicht verwirrt. »Sowas ist Sache von Diplomaten, Politikern.« »Keine davon befinden sich augenblicklich in der Nähe. Ihr Schiff ist das einzige, das schnell genug dort sein kann.« »Okay. Ja, dann lassen Sie uns nicht noch mehr Zeit verplempern«, sagte ich. »Wir sind schon unterwegs.« Huggins entspannte sich. »Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann, Rick. Ich sende Ihnen alle Infos, die uns vom Erstkontakt geblieben sind. Huggins, over and out.« Der Bildschirm wurde schwarz. Ein Icon bestätigte den abgeschlossenen Download der Daten. »Hubert, zünde die Antriebe«, sagte ich, während ich den Kurs in den Navi-Computer tippte. Mein Herz hämmerte wie ein Subwoofer. »Und dann schnallt euch beide gut an.
Heute brechen wir ein paar Geschwindigkeitsrekorde. Der Tag war gekommen, doch er war bereit. Das Universum hatte jeden seiner Schritte geleitet und es würde ihn ebenso zum Sieg führen. Während Admiral Bischof John Quintus den weißglänzenden Korridoren des Kathedralenschiffs Himmlische Gnade folgte, verbeugten sich die anderen Glaubensbrüder und Schwestern, denen er begegnete, voller Ehrfurcht. Mitglieder der Garde, Akolyten, Ministranten, Priester, sogar andere Bischöfe neigten das Haupt vor ihm. Manche segneten sein Vorbeigehen mit dem Zeichen des Seelenbaumes. Ganz gleich, ob Terrana, Karsilim, Navarre, Golvonen oder Fordiana, Quintus sah die Hoffnung in ihren Blicken. Sie wussten, welche Last auf ihm lag. Er würde sie nicht enttäuschen. Er passierte eine letzte Reihe von Mosaikfenstern aus regenbogenfarbenem Adamantglas, hinter denen die Zwillingssonnen des Nicäa-Systems leuchteten, in dem das Kathedralenschiff seine stillen Bahnen zog. Bald darauf erreichte er die Tür zum inneren Sanktum des Schiffs, dem Zentrum der gesamten transgalaktischen Kirche. Wachroboter und ein Dutzend automatischer Waffen hatte ihn längst durch einen Genscan identifiziert und ließen den Admiralbischof ungehindert passieren. Der Gesang kaldanischer Schmetterlingsvögel begrüßte Quintus, als sich die Tür zum Sanktum öffnete, und der Duft von einer Myriade Blüten aus allen Teilen des bekannten Weltraums wehte ihm mit einem warmen Lufthauch entgegen. Wie immer überwältigte ihn der Anblick des Arboretums im Herzen des Schiffs. Einen Kilometer über ihm wölbte sich eine Kuppel aus selbstleuchtendem Ferrolux, in deren Schein die fantastischsten Gewächse strahlten. Mammutbäume von der Erde, golvonische Sternpinien, hauchzarte Nebelfichten, gentechnisch hergestellte Yggdrasils und unzählige weitere Arten, von denen viele anderswo längst ausgestorben waren. Von Gärtnerrobotern liebevoll gehegt, gediehen sie Seite an Seite in friedlicher Eintracht, so wie einst alles Leben im Licht der transgalaktischen Kirche in Harmonie nebeneinander existieren sollte. Er fiel auf die Knie. »Ihr habt mich gerufen, euer Transzendenz?« »Admiralbischof John Quintus, erhebt euch!« Die Stimme war kaum mehr als ein Raunen, das Flüstern uralter Bäume im Sommerwind. Quintus stand auf. Der Pontifex Celestium saß klein und unscheinbar auf einer Bank aus weißem Stein, eingehüllt in seine perfekt weiße Robe. Zerbrechliche Hände mit 6 Fingern sahen aus den weiten Ärmeln hervor. Unter der Tiara wirkte sein graues Gesicht winzig. Es war von Falten und Furchen gezeichnet. 3 Augen, rot wie Rubine, öffneten sich und betrachteten John Quintus mit einer Güte, wie es in diesem Universum keine zweite gab. Pontifex Celestium Urulai II., Oberhaupt der transgalaktischen Kirche, Heiligster der Heiligen und wahrer Auserwählter des Seelenbaums, war keine 600 Jahre alt. Ein Mann in den besten Jahren nach den Maßstäben seiner Spezies, den Trinoctari. Doch seine Sorge um die Belange der Kirche und seine Ängste um die ungewisse Zukunft hatten ihn vorzeitig altern lassen. »John«, sagte der Pontifex und deutete auf den freien Teil der Bank, »setzt euch zu mir, mein Sohn.« »Euer Transzendenz«, Quintus erschauerte ob der Ehre, aber er setzte sich, wobei der Terraner 3 Köpfe neben seiner Heiligkeit aufragte. Gemeinsam blickten sie in den sagenhaften Hain, der sie umgab. »John,
Ihr wisst, warum ich euch rufen ließ. Ja, Euer Transzendenz. Die Zeit der Prüfung steht bevor. In der Tat. Die Kirche hat die Nachricht einer Tiefenraumsonde des Intergalaktischen Sicherheitsdienstes abgefangen. Sie hat bestätigt, was unsere Propheten vorausgesagt haben. Quintus dachte an die Psi-Propheten, die, angeschlossen an hausgroße Metacomputer, allein dafür lebten, die möglichen Zukünfte der Kirche vorherzusehen. Er hatte diesen Augenblick gleichermaßen ersehnt wie gefürchtet. »Die Widersacher kehren zurück«, sagte er leise. »Schon sehr bald.« Hauchdünne Lider bedeckten den dreifaltigen Blick des Pontifex. Seit ihrer Gründung vor gut 100 Jahren durch den Terraner Hamilton Edmund war die Transgalaktische Kirche von System zu System expandiert, wobei sie Anhänger unter vielen anderen Spezies der Galaxis und darüber hinaus gefunden hatte und hatte dabei ihre Botschaft von der universellen Heiligkeit des Lebens verbreitet. Gleichzeitig hatte sie in den Reihen ihrer Anhänger Soldaten ausgebildet. Soldaten wie Admiralbischof John Quintus, um der ultimativen Prüfung zu begegnen. Der Prüfung, die nun bevorstand. Die Anhängerschaft der Kirche war nie besonders groß gewesen. Ihre Jünger zählten in diesen Tagen weniger als 33 Millionen und nur ein Hundertstel davon gehörte zur Streitmacht der Kirche. Doch der Glaube dieser wenigen war dafür umso stärker. Quintus war mehr als ein Gläubiger. Einst war er ein einfacher Weltraumstreuner gewesen, wie viele Terraner nach dem Untergang der Erde. Ein Dieb und Schlimmeres. Dann, im Alter von 20 Jahren, hatte er seine Bestimmung gefunden und war ein Verteidiger des Glaubens geworden. Ein heiliger Krieger, ein Lichtbringer. 2 Jahrzehnte seines Lebens hatte er damit verbracht, die Kathedralenschiffe der Kirche gegen ihre Feinde zu verteidigen, während er sich gleichzeitig für seine größte Prüfung gestellt hatte. Schließlich hatte ihn sein eiserner Wille und die Inbrunst seines Glaubens an die Spitze der Heiligen Flotte geführt. »Ich bin bereit, Euer Transzendenz.« Erst jetzt, da er es aussprach, wusste Quintus, dass es die Wahrheit war. »Ich werde euch nicht enttäuschen.« »Ich bete darum.« Die pergamentartigen Lippen des Pontifex formten ein trauriges Lächeln. »Denn wenn die Lichtbringer versagen, ist alles vorbei. Empfangt meinen Segen, mein Sohn.« Der Pontifex malte das Zeichen des Seelenbaumes über Quintus demütig gesenktes Haupt. »Und nun geht! Die heilige Flotte wartet auf euren Befehl!« »Euer Transzendenz!« Quintus erhob und verneigte sich. »Die Lichtbringer werden obsiegen!« »Tretet in den Kreis, Admiralbischof John Quintus!« Der Pontifex deutete auf die silberne Markierung des Teleportersystems neben der Bank. Quintus gehorchte. Er holte tief Luft und straffte seine Haltung. »Viel Glück, John«, sagte das winzige, graue Wesen in der strahlend weißen Gewandung. Ein blauer Blitz zerriss Quintus' Körper auf Subquantenniveau und fügte ihn eine Pikosekunde später auf der hell erleuchteten Brücke eines Raumschiffs wieder zusammen. Das Flaggschiff Erlösung, welches im Kreise von 38 weiteren Kriegsschiffen der Flammenschwertklasse am Rande des Nicea-Systems schwebte. Die Brückenbesatzung, wie er in weiße Uniformsutanen gekleidet, salutierte. »Admiralbischof auf der Brücke«, verkündete sein erster Offizier, ein Tribulaner namens Nom, und hob den kurzen grauen Rüssel zum Salut. »Alle Antriebe auf Höchstleistung«, befahl Quintus, als er auf seinem Kommandosessel Platz nahm. »Bereit machen zum Eintritt in den Hyperraum.« »Wir haben eine Galaxis zu retten«, dachte er. »Alle Galaxien.«
Man gewöhnt sich an vieles. Besonders, wenn man an einem Ort wie Trelidos aufgewachsen ist. Oder 4 Jahre auf einem Gefangenenschiff der Islax eingesperrt war. Aber eine Sache, an die ich mich nie gewöhnen werde, ist die psychedelische Lightshow des Hyperraums. Wenn Farben, die keine Farben sind, in kaleidoskopartigen Wirbeln an einem vorbeirauschen, während man sich unter dem Gefüge von Raum und Zeit hindurchstiehlt. Okay. Hubert öffnete zischend eine Dose kalorienarmen Glug und nahm einen tiefen Schluck, bevor er weitersprach. Typen aus einer anderen Dimension also. Aus einem anderen Universum, korrigierte Efi. Die Eric raste schon seit Stunden mit Höchstgeschwindigkeit durch den Hyperraum. Hubert, Efi und ich hatten hinter der Hauptkonsole Platz genommen und warteten gespannt auf unsere Ankunft im Golgotha-Sektor. Ich warf einen kurzen Blick auf den Scanner. Kein anderes Schiff weit und breit. Doch das dämpfte meine Aufregung kein Stück. Möglicherweise schrieben wir heute galaktische Geschichte. Trotzdem. Hubert wischte sich Klugschaum von der Schnauze. Warum warten die Kerle 8000 Jahre, bis sie sich wieder blicken lassen? Vielleicht vergeht die Zeit bei ihnen anders. Ich nahm ihm die Dose aus der Hand und ließ mir das eklig süße, aber dennoch irgendwie unwiderstehliche Gesöff die Kehle hinunterlaufen. Efi nickte. Im Licht des Hyperraums wirkte sie unwirklich schön. Vielleicht ist zwischen ihrem ersten und dem zweiten Auftauchen nur ein Augenblick für sie vergangen. Hubert zupfte sich an seinem Ohrring. Knurrte er. Oder sie haben die Zeit genutzt, um eine ganze Eroberungsflotte zusammenzutrommeln. Wir müssen mit allem rechnen, sagte ich und hoffte, dass keiner von beiden sah, wie ich mir die feuchten Hände an den Hosenbeinen abwischte. Nach unserem Aufbruch hatte ich mir das Erstkontaktprotokoll der Syndulon durchgelesen, welches Huggins uns geschickt hatte. Die Lektüre hatte keine 5 Minuten gedauert. Darin war nichts zu finden, was wir nicht schon gewusst hatten. Und der Rest war alles andere als hilfreich. Aber ich hatte mir die verwackelten und verschwommenen Holo-Aufnahmen von damals eine ganze Weile angesehen. Zugegeben, viel war nicht zu erkennen gewesen, aber das bisschen, was man von dem Schiff der Besucher ausmachen konnte, war beeindruckend. Ein fragiles Gebilde, wie eine Skulptur aus Kristall, die in allen Farben des Spektrums funkelte. Trotzdem war es klar als Schiff zu erkennen. Es gab deutlich ausgebildete Antriebe mit blauen Flammenspuren und regelmäßige Flächen, bei denen es sich um Fenster zu handeln schien. Wie viel mochte sich bei ihnen in 8000 Jahren verändert haben? Könnte Efis Bemerkung stimmen und für sie war seit damals kaum mehr als ein Lidschlag vergangen? Waren wir auf dem Weg, dieselben Wesen zu treffen, die schon vor Urzeiten das Schiff in unser Universum gesteuert hatten? Ich wollte die Aufnahmen gerade noch einmal aufrufen, als der Navi-Computer piepste. Okay, wir sind da, sagte Efi. Bereit machen für den Eintritt in den Normalraum. Kaum, dass sie die Hyperantriebe heruntergefahren hatte, gerann das fiebrige Farbenspiel vor uns zur absoluten Finsternis des Weltalls. Der Golgotha-Sektor lag weit draußen an der westlichen Peripherie. Sterne waren hier draußen rar gesät, kaum mehr als eine Handvoll Diamantsplitter auf schwarzem Samt. Alle Planeten in der näheren Umgebung waren kahle Felsbrocken oder Sphären aus Eis. Ziemlich weit ab vom Schuss, bemerkte Hubert treffend. Ich habe die Sonde des Sicherheitsdienstes angepeilt, meldete Efi. Wo sie ist, sollte auch die Fluktuation sein. Wir nehmen Kurs auf die Sonde. Ich schob die Glugdose in den Getränkehalter. Hubert, halt du Ausschau nach allem anderen, was hier noch so rumschwert. Vielleicht ist unser Besuch schon angekommen. Ich verschicke so lange unsere Grußkarten. Der Standardfunkspruch für eine Erstkontaktaufnahme war seit Jahrhunderten unverändert. Wir kommen in Frieden und weitere Nettigkeiten in 1 Million galaktischer Sprachen. Ich sendete ihnen eine Endlosschleife, doch da draußen schien niemand besonderen Redebedarf zu haben. Bald flogen wir dicht an der Sonde vorbei, einem schmucklosen Metallkasten mit einer Unzahl von Antennen, der vom Schatten der Eric verschluckt wurde. Das einzige Zeichen von Zivilisation weit und breit.
Hubert überprüfte zum x-ten Mal die Systeme. Nichts zu sehen. Der ganze Sektor scheint leer zu sein. Aber zumindest nicht tot. Efi zoomte ihren Fund auf den Hauptschirm heran. Mit bloßem Auge war nichts zu sehen, außer Schwärze und Sternen, bis sie die Analyse des Quantenscanners darüber legte. Ein Großteil der Darstellung erschien auf einmal in warmem Gelb. Nichts als ganz gewöhnliches Raumvolumen, nur gefüllt mit interstellarem Wasserstoff und Weltraumstrahlung. Die Bewegungen im Quantenschaum lagen innerhalb der zu erwartenden Planck-Parameter, so weit, so langweilig. In der Mitte der Darstellung dagegen standen die Dinge ganz anders. Was dort vorging, erinnerte an einen Kampf zwischen roten und grünen Spaghetti, die sich wie wild umeinander schlangen und verknoteten. »Als ob dicht unter der Realität was brodelt«, murmelte ich. »Es intensiviert sich«, sagte Efi. Ich öffnete gerade den Mund, als mich ein Déjà-vu nach dem anderen überkam. Ich schüttelte den Kopf, um klar denken zu können, aber das Gefühl blieb. Das Gefühl, dass die Zeit um uns herum ins Schlingern geriet. Der Glug war kurz davor, wieder hochzukommen. »Merkt ihr das auch?«, keuchte ich. »Ja«, Hubert presste das Wort zwischen seinen Zähnen hindurch. Efi legte den Kopf schräg, als würde sie in die Unendlichkeit lauschen. »Da ist so ein merkwürdiges Kribbeln. Was?« »Da kommt was durch«, rief Hubert aus. Und dann, zwischen 2 Sekunden, waren die Besucher her. »Oh«, machte Efi und blinzelte. »Bei den 3 Häusern«, sagte Hubert. Es klang wie ein Gebet. Ich hätte auch gern etwas gesagt, aber mein Mund war knochentrocken. Davon abgesehen gab es nichts Gescheites, was ich beisteuern konnte. Ich wusste nicht, was ich erwartet hatte. Ein weiteres Kristallschiff vielleicht oder eine ganze Flotte davon. Aber wie heißt es so schön? Erstens kommt es anders. Und zweitens, einen Moment lang glaubte ich, wir wären zurück in den Hyperraum gestürzt. Eben noch befand sich vor uns nur leeres All. Im nächsten Augenblick starrten wir auf eine Wand aus strahlendem Licht. Bunt wie die Fenster alter Kirchen und so hell, dass die Eric die Sichtfenster halb abdunkeln musste. Die Farben waren lebendig, verliefen und änderten ihre Schattierungen, als würde ein unsichtbarer Pinsel sie ständig neu mischen und auftragen. Ebenso änderte das Gebilde ständig seine Form, seine Dimensionen. Mal wirkte es organisch, ohne rechte Winkel, dann wieder facettenhaft und kristallin, so dass vage Erinnerungen an das Schiff aus dem Protokoll-Holo wach wurden. Aber das hier, dieses Ding, dieses Artefakt, hatte in etwa so viel Ähnlichkeit mit dem Schiff von damals wie ein Regenbogen mit einer LED-Leuchte. Die Scanneranzeigen drehten durch, während es nach Lust und Laune seine Ausmaße änderte. Von 600 Klicks im Durchmesser zu 200 und wieder zurück. Ach ja, und es sang. Die Audiokanäle standen immer noch auf Lauschangriff. War bis eben nichts als Schweigen aus den Lautsprechern gedrungen, erfüllte jetzt Gesang die Brücke. Ein waschechter Engelschor. Er klang, als habe jemand den Sternen, Nebeln und Quasaren eine Stimme verliehen. Als würde das All selbst aus purer Freude musizieren. Gott, ich weiß noch, wie mir eine Gänsehaut nach der anderen über den ganzen Körper lief. Keine Ahnung, wie lange wir gestarrt hatten. 5 Minuten vielleicht oder eine halbe Stunde. Irgendwann erwachte ich aus der Starre und erinnerte mich daran, warum wir hier waren. »Hallo?« sagte ich und leckte mir die trockenen Lippen. »Hört ihr mich?« Mit einem kurzen Seitenblick auf die Instrumente vergewisserte ich mich, dass die Eric meine Stimme störungsfrei übertrug. »Mein Name ist Rick Future. Ich heiße euch im Namen des Intergalaktischen Sicherheitsdienstes in unserem Universum willkommen.« Keine Antwort. »Hallo? Hört mich wer?« »Wir hören dich.« Hubert und ich fuhren auf, als die Stimme hinter uns erklang. Efi stand dort und lächelte, warm und sanft.
Ihr künstliches Gesicht war unverändert schön, aber auf ihm lag ein fremder Ausdruck, als benutzte jemand anders ihre Züge als Maske. Es war schwer zu beschreiben und noch schwerer zu übersehen. »Püppi?« fragte Hubert, mehr als nur ein bisschen verunsichert. Als sie widersprach, war es nicht Efis Stimme, die wir hörten. Ich meine, es war schon ihre Stimme, doch der Tonfall war ein anderer. Älter, weiser, von unendlicher Güte gewürzt mit einem kleinen Spritzer wohlwollenden Humors. »Verzeiht«, sagte der unsichtbare Puppenspieler, der unsere Freundin steuerte. »Wir wollten euch nicht erschrecken, aber leider hatten wir keine andere Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu treten, als durch diesen Körper. Eure Freundin ist unversehrt. Sie hat sich bereit erklärt, als Medium zu dienen.« »Ach ja?« knurrte Hubert. »Ja, du galvonisches Wollknäuel«, sagte Efi, unsere Efi, plötzlich wieder ganz sie selbst. »Ich bin okay, keine Sorge.« Sie lachte. »Mann, Jungs, ihr solltet mal eure Gesichter sehen.« Hubert und ich wechselten einen Blick. Wir mussten tatsächlich ziemlich dämlich aus der Wäsche geschaut haben. »Wartet«, sagte Efi gut gelaunt, »ich stelle euch noch mal durch.« Und schon war sie wieder weg. Der Besucher sah uns durch ihre synthetischen Augen an. »Besteht keine Möglichkeit, dass wir uns persönlich treffen?«, fragte ich. Es war mein allererster Zweitkontakt. Ich war nervös wie am Tag meiner Einschulung. »Ihr seht uns, aber wir euch leider nicht.« »Doch«, sagte der Besucher und lächelte mit Efis Lippen, »das tut ihr.« »Ich meine, wie ihr wirklich ausseht.« »Ihr seht uns bereits.« Hubert hatte sichtlich Mühe, sein Temperament zu zügeln. »Jetzt hör mal zu«, knirschte er. »Wir haben keine Lust auf Orakelsprüche.« »Hubert«, ich berührte seinen Arm. Auch wenn er mal wieder versuchte, es hinter seiner grimmigen Fassade zu verstecken, war mir klar, dass er sich immer noch Sorgen um Efi machte. Nun, damit war er nicht allein. »Bitte nehmt ihm das nicht übel, mein Kumpel kann manchmal etwas aufbrausend sein. Aber ehrlich gesagt, kann ich euch auch nicht ganz folgen.« »Ihr seht uns bereits«, wiederholte der Besucher. Sein amüsierter Blick ging an uns vorbei, durch das Hauptfenster, zu dem sich ewig wandelnden Schiff dort draußen. Erst jetzt dämmerte es mir. »Soll das heißen?«, begann ich. »Ihr seid«, setzte Hubert an, gleichermaßen baff. Der Besucher ließ Efis Kopf nicken. »Wir sind das Schiff.« »Okay, das mussten wir erst mal sacken lassen.« »Und wie sollen wir euch nennen?«, fragte Hubert, als er sich wieder gefasst hatte. »Unser Name lautet...« Es folgte eine wunderschöne Arie von einer halben Minute Länge. »Aber ihr könnt uns einen anderen Namen geben, wenn dies einfacher für euch ist.« »Ehrlich?« Hubert fand sein selbstsicheres Grinsen wieder. »Wie wär's denn mit die Schnupselputzels?« »Wenn das euer Wunsch ist?« »Nein, ist es nicht«, ging ich hastig dazwischen und schickte einen Schämlichblick an Hubert. »Wir nennen euch Freunde, wenn das okay für euch ist.« »Das würde uns sehr freuen«, sagte der Besucher, während er sein wahres Selbst draußen im All weiterhin fröhlich Form und Farbe wechselte. Ob er den Pluralis Majestatis benutzte oder ob das Schiff noch aus anderen Wesen, vielleicht einem ganzen Kollektiv, bestand, wusste ich nicht. Aber ich ahnte, dass mir die Antwort nur Kopfschmerzen bereitet hätte. »Wir hätten euch gern früher besucht. Doch seit unserem letzten Ausflug in eure Sphäre gab es Angelegenheiten in unserem eigenen Universum, um die wir uns kümmern mussten. Vieles hat sich seitdem geändert.« »Zum Beispiel?« Hubert verzog grimmig die Augen. Ich kannte meinen Kumpel gut genug, um zu wissen, wie sehr es ihn störte, dass der Besucher sich so vage gab. Aber ich ahnte, dass dies mehr eine Notwendigkeit war, als der Versuch, uns zu ärgern. »Die Lebewesen in unserem Universum«, begann der Besucher, »waren einst wie ihr. Unzählige Spezies, verteilt auf unzählige Welten.
durch Zeit und Raum und Abstammung voneinander getrennt und doch von dem Verlangen erfüllt, zu erkunden und zu erforschen und besser zu sein, als sie sind. Sie durchlebten eine Ewigkeit von Chaos und Krieg. Unaussprechliche Gräuel wurden begangen, so viel Leid durch das All getragen. Doch dies war nötig, wie ein Fieber, das der Heilung vorausgeht. Und sie entwickelten sich weiter, lernten nebeneinander zu existieren und bald miteinander. Krieg wurde eine ferne Erinnerung. Hunger und Angst, Sorgen und Leid, all das ließen wir zurück. Wir begrünten die alten Schlachtfelder, aus Städten der Schmerzen machten wir Gärten des Friedens. Es gibt ein Wort in der Erinnerung dieses Körpers, ein Wort, das unser Universum treffend beschreibt. Das Paradies, flüsterte ich. Der Besucher nickte. Wenn ihr es wünscht, könnten wir euch helfen, dies ebenfalls zu erreichen. Entwicklungshilfe leisten, wie ihr sagen würdet. Der Hauch eines Lächelns huschte über Efis Lippen. Aha. Hubert verschränkte die Arme. Und was kostet uns der Spaß? Nichts, sagte der Besucher. Nichts außer eurer Freundschaft. Die Prophezeiung war in sein Herz eingebrannt. Die Widersacher würden erneut erscheinen. Mit schönen Worten und reichen Gaben. So würden sie die Völker der Galaxis verführen und das bekannte Universum zur Unkenntlichkeit entstellen. Sie würden die Werke der transgalaktischen Kirche, die Werke jeder Religion annullieren und ein ewiges, dunkles Zeitalter der Seele einleiten, wenn sie nicht aufgehalten wurden. Doch dazu gab es nur eine Chance. Admiralbischof John Quintus spürte die Gewalt seines Flaggschiffes, während es, begleitet vom Rest der Heiligen Flotte, durch den Hyperraum jagte. 39 Kriegsschiffe. In Jahrzehnten erbaut durch die Spenden wohlhabender Kirchenmitglieder. Eine erschreckende Streitmacht, die ein ganzes System verwüsten konnte und vielleicht die letzte Hoffnung der Schöpfung war. Quintus hatte den Befehl gegeben, die Sichtfenster der Schiffe zu schließen, solange sie sich im Transit befanden. Die chaotischen Phantasmagorien des Hyperraums konnten im besten Fall eine hypnotische Wirkung haben, und im schlimmsten ein Spiegelbild der eigenen inneren Dämonen projizieren. Auch wenn er keine Sekunde an der Willenskraft oder dem Glauben der Lichtbringer zweifelte, wollte Quintus kein Risiko eingehen. Er selbst saß in seinem Kommandosessel, hielt die Augen geschlossen und versuchte zu meditieren. Doch es war schwer. Erinnerungen drängten sich auf, Bilder aus der Vergangenheit. Seine unbeschwerte Jugend auf der Erde, im Freistaat Antarktika, wo die zweite künstliche Sonne des Orbitalspiegels den Städten einen ganzjährigen Sommer im ewigen Eis schenkte. Dann die Flotten der Jozianer, die wie Sturmwolken aufzogen und den Himmel verdunkelten. Das Feuer. Er erinnerte sich an das Feuer. Eine ganze Welt, die brannte. Die Gesichter seiner Eltern, als sich das Schott des Evakuierungsschiffes zwischen ihnen schloss und er begriff, dass er sie niemals wiedersehen würde, dass sie zusammen mit der Heimat verbrennen würden. John Quintus hatte seine Welt verloren und er würde nicht zulassen, dass weitere Welten dem Bösen anheimfallen würden. Aber es war, als habe die Erinnerung an die Erde eine Büchse der Pandora geöffnet. Zweifel und Sorgen strömten daraus hervor. War die Heilige Flotte überhaupt mächtig genug, den Widersachern Einhalt zu gebieten? Nicht einmal die begabtesten Psi-Propheten der Kirche hatten dies weissagen können. Das Wissen über die Feinde war zu gering. Und Quintus brauchte all seine Kraft, die Vorstellung zu verdrängen, dass sie bereits in diesem Augenblick dabei sein mochten, die Unwissenden zu verführen.
Wow. Das Paradies auf Erden. Ein goldenes, nein, diamantenes Zeitalter. Der Gedanke wirbelte unaufhörlich durch meinen Schädel wie ein golvonischer Wag, der seinen eigenen Schwanz jagte. Ich dachte an die letzten Tage der Erde, meinen Vater, mein Zuhause. An all die Dinge, die ich verloren hatte. Ich und der Rest der Menschheit. Ein Ende des Krieges. Überall. Für immer. Ich musste mich zwingen, ruhig zu bleiben und schielte unauffällig zu Hubert, der ganz in seinen eigenen Überlegungen versunken war. Ich wusste, was in ihm vorging. Er war der Spross einer Kultur, die mitunter erschreckend militant sein konnte. Er wusste, was Krieg bedeutete. Doch hinter seinem hitzigen Auftreten und dem ewigen Gebrumme war er jemand, der im Grunde nur Frieden suchte. Trotzdem hatte er misstrauisch die Nase gekräuselt. Nicht, dass ich es ihm verübeln konnte. Ich wandte mich an den Besucher. Das ist ein großzügiges Angebot. Wenn ihr nichts dagegen habt, werden meine Crew und ich uns kurz beraten. Der Besucher nickte mit Engelsgeduld. Nehmt euch alle Zeit, die ihr braucht. Und schwupps, weg war er und überließ Efi wieder ihren eigenen Körper. Wir stellten uns nahe zusammen und flüsterten wie ein Hoverball-Team, das eine Taktik bespricht, was eigentlich ziemlich albern war, denn die Besucher hörten wahrscheinlich jede Silbe mit. Also, sagte ich dennoch zu meinen Freunden, was haltet ihr von der Sache? Hubert sah sich über die Schulter nach dem Regenbogenschiff um. Nichts als Freundschaft? Als Gegenleistung für Frieden, Freude, Eierkuchen? Das kommt mir ein bisschen blauäugig vor. Immer vorausgesetzt, die Schnurpsis können auch nur einen Bruchteil von dem erfüllen, was sie uns versprechen. Kann doch sein, dass wir die Kerle mit nach Hause nehmen und dann lassen sie plötzlich die Masken fallen. Hubert, sagte Efi im besten kopfschüttelnde Kindergärtnerin-Tonfall. Sie kennen den Weg in die galaktische Zivilisation schon längst, nicht zuletzt aus meinen Speichern. Wenn sie dort einfallen wollten, würden sie nicht hier mit uns plaudern. Ach ja, Pippi? Und worauf warten sie dann? Das hier ist quasi das erste richtige Date. Sie wollen uns kennenlernen, bevor es intimer wird. Efi. Ich sah sie an, beruhigt, dass der Besucher ihre Persönlichkeit anscheinend völlig intakt gelassen hatte. Hast du irgendetwas über sie rausgekriegt, während sich unser Freund bei dir eingenistet hat? Leider nein, Rick. Du hast also keine Ahnung, ob wir ihn glauben können oder nicht? Sie schüttelte bedauernd den Kopf. Aber du glaubst ihnen. Hubert sah mich an. Stimmt doch, oder? Also, verdammt, er kannte mich nur zu gut. Erst jetzt ging mir auf, dass es stimmte, ja. Ich glaubte den Besuchern. Ich glaubte ihnen, weil ich tief in meinem Herzen davon überzeugt war, dass eines Tages alle Völker in Frieden zusammenleben konnten. Nicht morgen, vielleicht auch nicht in einer Million Jahren, aber irgendwann bestimmt. Und ich wusste auch, dass wir dazu wahrscheinlich Hilfe von außen benötigten. Eine weisere, erwachsenere Hand, die uns führte, die uns dazu brachte, unsere Kinderkrankheiten abzuschütteln und endlich die Wesen zu werden, die wir sein sollten. Ich will ihnen glauben, sagte ich. Aber eins ist klar. Diese Sache ist zu groß für uns drei. Ich schlage vor, wir kontaktieren Huggins. Er soll die Oberbonzen sämtlicher Völker zusammentrommeln und hierher an einen Tisch setzen. Dann können sie alles Weitere mit den Jungs da draußen diskutieren. Aber zuerst, ich blickte ernst von Hubert zu Efi, sollen sie uns beweisen, dass sie nicht nur leere Versprechungen machen. Beide nickten einverstanden. Ich bat den Besucher zurück. Nichts für ungut, sagte ich, aber wir brauchen irgendeinen Beweis für eure Geschichte. Natürlich. Das Wesen in Efis Hülle schien nichts anderes erwartet zu haben. Wir werden euch zeigen, was ihr sehen wollt, aber ihr müsst uns gegenüber euren Geist öffnen. Es kann eine sehr überwältigende Erfahrung sein. Ich zögerte. Aber nur für einen Moment. Okay, ich melde mich freiwillig. Was? Hubert sah mich an, als hätte ich gerade quätraktische Schmatzegel geschluckt. Hast du was am Prozessor, Rick?
Du passt auf mich auf, während ich weg bin, sagte ich. Wenn ich irgendwelchen Unsinn anstelle, während... Während was? Sie dir telepathisch das Hirn verknoten? Dann wissen wir zumindest, wie unsere Freunde ticken. Hubert. Ich legte ihm eine Hand auf die Schulter. Denk mal an die Sache mit dem Gedankenspitzel auf Lacom. Oder an die Traumdiebe auf Septimus. Kein Telepath kann dir was vorlügen, wenn du mit ihm verbunden bist. Du hast dann den direkten Draht zu seinem wahren Ich. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Lieber Gott, flehte ich gleichzeitig mit zittrigen Knien. Bitte lass mich hinterher nicht als Trottel dastehen, okay? Hubert verschränkte die Arme. Dieser Plan stinkt gewaltig. Ich wollte es nur gesagt haben. Zur Kenntnis genommen. Ich versuchte, meine Schultern zu lockern. Also gut, Schnupsis, hätte ich beinahe gesagt. Was muss ich tun? Befreie deine Gedanken, sagte der Besucher, und lausche. Ich nickte, holte tief Luft und warf einen letzten Blick zu meinem besorgten, golvonischen Kumpel. Denk an gar nichts, dachte ich, und horchte tief in mich hinein. Denk an... Es war, als würde jemand ohne Vorwarnung ein Holo direkt in meinen Kopf abspielen. Plötzlich sah ich es, fühlte es. Planeten voller Frieden und Harmonie. Galaxien in brüderlicher Eintracht. Ein Universum, das Leben feierte. Und dabei war es nicht statisch und keine Sekunde langweilig. Die gesamte Schöpfung war ein Abenteuer. Die Erfahrungen, die sie bereithielt, waren so unendlich wie das All. Es gab keine Staatsgrenzen mehr. Was mein ist, ist dein. Die alten Religionen, die einander aus Blut bekämpft hatten, getrieben von dem Irrglauben, einzig und allein die Hüter der Wahrheit zu sein, sie waren etwas, auf das man mit Schrecken zurückblickte. Niemand brauchte mehr einen Mittler, um seinem Leben Sinn zu verleihen. Sie hatten den Himmel auf Erden und sie waren glücklich. Natürlich stießen sie auch gelegentlich auf Antagonisten, Wesen, die nichts anderes kennen wollten als Krieg. Aber sie assimilierten sie auf friedliche Weise und zeigten ihnen, dass es andere Arten der Existenz gab. Und bei alledem waren sie gar nicht so verschieden von uns. Im Gegenteil, sie waren einst gewesen, was wir waren. Und sie waren heute, was wir sein konnten. Ohne es zu merken, begann ich zu weinen. Mein Herz stand weit offen. Und ihre Güte, ihre Weisheit und ihre Liebe flossen in mich hinein. Ich war high von dem Gefühl. Wollte nie wieder zurück, nie wieder die telepathische Umarmung der Fremden verlassen. Aber ich wusste, dass ich die Vision verlassen musste, um meinen Freunden davon zu erzählen. Es ist wahr. Ich strahlte Hubert an, während ich mir die Wangen mit dem Handrücken abwischte. Ich sah hinaus zu dem farbenfrohen Schiff, dem Wesen, das mir all das gezeigt hatte. Sie haben uns nicht belogen. Es ist alles wahr. Ich drehte mich zu dem Besucher und hoffte, dass Efi die Worte gleichermaßen gehört hatte. Danke, sagte ich. Der Besucher nickte. Gern geschehen. Dann erstarb sein Lächeln unvermittelt. Was ist los? Sein Blick ging ins Leere. Wir sind nicht länger allein. Die heilige Flotte der Lichtbringer fiel aus dem Hyperraum wie ein Schwarm barkanischer Drachengeier. Ihre Scanner erfassten sofort das gleißend bunte Artefakt, das in der Finsternis des Golgotha-Sektors strahlte. Mal erinnerte es an einen irisierenden Eisberg, dann wieder an eine Sphäre aus Energie, die in allen Farben des Spektrums leuchtete. Lieder wurden über sämtliche Audiokanäle übertragen, fremd und vertraut zugleich. Und von vollkommener Schönheit. Und sie werden mit der Stimme von Engeln sprechen, hieß es in der Prophezeiung, und der Reigen des Kosmos wird in Wehklagen verkehrt. Das ist es,
dachte John Quintus, als er das blasphemische Gebilde betrachtete. Das Angesicht unserer Feinde. Sein Herz schlug schneller und schneller. Das Objekt ansteuern und Waffen auf maximale Leistung, befahl er, auch wenn er sich bewusst war, dass sie sich noch nicht in Zielreichweite befanden. Eminenz! Die lappenartigen grauen Ohren seines ersten Offiziers, Commander Nom, zuckten verwirrt. Dort draußen befindet sich noch ein weiteres Schiff. Anscheinend ein terranischer Klasse 3-Frachter. Quintus schloss die Augen. Die ersten Jünger der Widersacher. Er wusste, was die Doktrin der Kirche in diesem Fall forderte. Und er sandte eine kurze Bitte um Vergebung an den Baum der Seelen. Das Schiff ebenfalls anvisieren. Hubert zoomte die fremden Schiffe auf den Hauptschirm. Verdammt! Wo kommen die Dinger so plötzlich her? Keine Ahnung, sagte ich. Aber die sehen nicht gerade freundlich aus. Im Gegenteil. Die Schiffe machten den Eindruck, als habe ein altes terranisches Kanonenboot eine lauschige Nacht mit einem noch älteren Panzer verbracht und 9 Monate später diese klumpigen, waffenstarrenden Ungetüme ausgetragen. 39 an der Zahl. Anscheinend hatten nicht nur wir mitbekommen, dass Besuch ins Haus stand. Na toll. Ich rieb mir die Augenlider mit Daumen und Zeigefinger, unfähig, ein Seufzen zu unterdrücken. Das hat uns gerade noch gefehlt. Sie aktivieren ihre Waffensysteme, meldete Effi. Der Besucher hatte sich scheinbar vorerst zurückgezogen. Zum Glück, denn in Momenten wie diesem zog ich es vor, wenn meine Crew vollzählig angetreten war. Verdammt, murmelte ich und beobachtete über die taktische Darstellung auf der Nebenkonsole, wie die Neuankömmlinge ausschwärmten und in Gefechtsformation gingen. Rick, sie nehmen uns ins Visier. Das sehe ich, Effi. Fahr den Schildgenerator hoch und dann heiz die Laser an. Nicht, dass dies viel nützen würde. Die Eric verfügte nur über 3 schwere Laserkanonen und einen Perseus XD3 Energieschild, der nicht mal die gesamte Hülle umfassen konnte. Alles in allem würden wir gegen die Flotte so viel ausrichten wie eine Wunderkerze gegen eine Feuersbrunst. Was ist mit den Schnurpsis? Brummte Hubert. Wieso unternehmen die nix? Gute Frage. Unsere neuen Freunde schwebten unverändert im All, die Farbe und Form wechselnd wie bizarre Holoreklame. Möglich, dass sie erst einmal abwarteten. Oder sie erkannten noch nicht einmal, dass jemand offenkundig vorhatte, sie anzugreifen. So oder so, während sie in aller Seelenruhe Däumchen drehten, rückte uns ein Schwarm großer, hässlicher Schiffe entschieden zu nahe auf den Pelz. Rick, Effi tippte auf den Bildschirm, diese Zeichen auf den Höhen, das sind Schiffe der transgalaktischen Kirche. Was? Ich starrte auf das Stück Schiffshülle, das sie herangezoomt hatte, und sah das weiße Baumsymbol darauf. Aber das ergab keinen Sinn. Die transgalaktische Kirche war ein vergleichsweise winziger Verein religiöser Spinner aus sämtlichen Winkeln der Galaxis. Niemand nahm sie sonderlich ernst. Wieso zum Teufel hielten sie jetzt mit einer ganzen Armada direkt auf uns zu? Effi, alle Kanäle öffnen. Schon geschehen, Rick. Ich riss das Omni-Mikro von der Hauptkonsole. Rick Future von der Eric an unbekannte Schiffe. Wollt ihr euch nicht erst mal vorstellen, bevor ihr uns ins Fadenkreuz nehmt? Nein, wollten sie nicht. Ich schlug frustriert auf die Konsole. Sie geraten jeden Moment in Schussreichweite, sagte Effi. Ich umklammerte das Mikro so fest, dass es wehtat. Verdammt nochmal, steckt eure Knarren weg. Wir tun euch schon nichts. Versprochen! Keine Antwort. Ich warf einen kurzen Seitenblick zu dem Besucherschiff. Kommt schon, murmelte ich. Worauf wartet ihr? Meine Kinder. Ich war überrascht, als das Gesicht eines anderen Terraners auf dem Monitor erschien. Es war asketisch, mit der typisch bleichen Haut eines Menschen, der sein Leben lang unter der künstlichen Beleuchtung von Raumschiffen verbracht hatte. Der fahle Teint bildete einen starken Kontrast zu dem tiefschwarzen, durchgekämmten Haar.
Seine Augen verwirrten mich. Ihr Blick war kein bisschen kriegerisch, sondern väterlich mitfühlend. Es tut mir leid, aber bedauerlicherweise befindet ihr euch zur falschen Zeit am falschen Ort. Was soll das heißen? Fragte ich. Die transgalaktische Kirche hat diesen Augenblick seit langer Zeit erwartet. Es wurde prophezeit, die Widersacher werden zurückkehren und sie werden alles vernichten, was wir kennen. Nein, sagte ich, nicht vernichten, nur verändern, zum Besseren. Sie sind hier, um uns zu helfen. Sie können uns alles bringen, wovon die Menschheit seit Ewigkeiten geträumt hat. Lasst es euch von ihnen erklären, sie... Wir hören nicht auf die Worte von Dämonen, mein Sohn. Verdammt! Habt ihr solche Angst vor Veränderung, dass ihr sie lieber vernichten wollt, als nur einen Moment lang zuzuhören? Die Prophezeiung ist eindeutig. Scheiß auf eure Prophezeiung, brummte Hubert. Ihr Typen verbreitet doch immer in euren Werbeholos, dass ihr nichts als Frieden und Eintracht wollt. Die Besucher können das vielleicht wahrmachen. Wenn ihr jetzt angreift, verspielt ihr diese Chance, vielleicht für immer. Es tut mir leid, meine Kinder, sagte der Mann der Kirche. Aus irgendeinem Grunde glaubte ich ihm. Aber ihr seid verblendet. Und wir werden nicht zulassen, dass ihr euch uns in den Weg stellt. Habt keine Angst, der Tod ist nicht das Ende. Wir alle kehren zurück zu dem Seelenbaum, aus dem wir entsprungen sind. Im Namen seiner Transzendenz, dem Pontifex Celestium, spreche ich euch hiermit rein von euren Sünden und hoffe, dass auch ihr uns vergeben mögt. Während er sprach, hob er die Hand und malte einen unsichtbaren Baum in die Luft. In nomine pacis et stellarum et arboris animarum. Warten Sie, rief ich aus, aber da war die Übertragung bereits abgebrochen. Nur noch 2 Minuten bis Schussreichweite, sagte Evi. Ihre Stimme zitterte. Ich drehte mich zum Brückenfenster. Na los, redet mit denen, rief ich, nicht wenig wütend, dass die Besucher sich so viel Zeit ließen. Zeigt ihnen, was ihr mir gezeigt habt. Das haben wir versucht, sagte Evi, nun wieder als Medium tätig. Ihre Stimme war voller Bedauern. Aber ihre Gedanken sind verschlossen. Sie kennen nur ein Ziel. So viel zum Thema Verblendung, Hubert schnaubte zornig. Können Sie euch abschießen? Fragte ich. Das wissen wir nicht. Es wäre denkbar. Dann haltet sie irgendwie auf. Meine Fäuste zitterten. Ihr seid gottgleiche Dimensionsreisende. Ihr kriegt das hin. Wir kämpfen nicht, Rick Future. Toll. Und was wird aus uns? Huberts Blick war schneidend wie ein Laser. Die werden uns in Fetzen schießen. Der Besucher antwortete nicht. Eine Sirene schrillte los. Die Kirchenfuzzis hatten das Feuer eröffnet. Ein Sturm aus Energiestrahlen flog uns entgegen. Doch bevor er einschlug, wurde die nächste Salve entfesselt. Keine Zeit, in den Hyperraum zu wechseln. Game over, sagte eine Stimme in meinem Kopf. Nein. Vielleicht war es terranische Dickköpfigkeit, vielleicht auch einfach nur Verzweiflung. Aber ich war nicht bereit, aufzugeben. Wenn wir schon untergehen mussten, dann kämpfend. Hubert, die Schilde hoch! Durch den Hammerschlag in meiner Brust hörte ich kaum die Stimme des Besuchers leise sagen, es tut uns leid. Auf einmal schienen draußen 1 Million Sonnen aufzugehen. Sirenen kreischten. Hubert und ich schrien auf. Die Hände zu Fäusten verkrampft, verfolgte Admiralbischof John Quintus über den Hauptschirm, wie die erste Strahlenwelle der Lichtbringer auf das Schiff der Widersacher und den terranischen Frachter zujagte. Wobei jagte relativ war, denn durch die astronomische Distanz zwischen der Flotte und ihren Zielen war es bei aller Geschwindigkeit ein fast quälend langsamer Vorgang. So viel hängt von diesem Moment ab.
Ein Schweißtropfen lief Quintus Schläfe hinab. Er sah die gleiche Anspannung in den Gesichtern seiner Brückenbesatzung, gleichgültig ob außerirdisch oder menschlich. Der Feind ergreift keinerlei Verteidigungsmaßnahmen, Eminenz. Sein erster Offizier klang gleichermaßen überrascht wie erleichtert. Ist es ein Trick? Fragte sich Quintus. Die Fingernägel schnitten ihm fast in die Handflächen. Er schloss die Augen und hörte die Stimme seines ersten Offiziers sagen: Aufschlag der ersten Welle in 5, 4. Großer Baum der Seelen, betete Quintus stumm. Geist des Universums, steh uns bei. 3, 2. Und erlöse uns von dem Bösen. 1. Stille. Quintus riss die Augen auf. Der Hauptschirm zeigte nur tiefschwarzes All und eine Myriade Partikelstrahlen, die wie Feuerpfeile in das Nichts eilten. Er fuhr vom Kommandosessel auf. Was zur... Commander Nom, was ist passiert? Die stummeligen Hände des Tribulaners huschten über die Konsole. Eminenz, die Widersacher, Sie sind fort. Quintus Herz raste. Haben wir sie vernichtet? Der Tribulaner schluckte. Das weiß ich nicht, Eminenz, aber... Aber was? Die Sterne, Eminenz. Quintus blickte wieder zum Hauptschirm. Die Energiesalven waren längst verglüht. Dafür war der Blick auf die Gestirne nun ungetrübt. Heiliger... begann Quintus. Er sollte den Satz nie vollenden. Die Konstellationen dort draußen waren ihm völlig fremd. Die Sterne standen viel zu dicht nebeneinander und einige hundert astronomische Einheiten voraus leuchtete ein Gasnebel, der vorher nicht dagewesen war. Admiralbischof John Quintus, Kommandant der Heiligen Flotte und letzte Hoffnung des Universums, fiel zurück in seinen Sessel, ratlos und sehr verwirrt. Wo immer sie sich befanden, es war weit, weit weg vom Golgotha-Sektor. Auf einmal war Stille. Die Sirenen schwiegen. Hubert und ich fassten uns wieder, nachdem wir vergeblich auf den Aufschlag gewartet hatten. Von den Schiffen der Kirchenfuzis war nicht einmal ein Neutrino übrig geblieben. Sie waren wie ausgelöscht. Es sollte eine lange Zeit vergehen, bis wir erfuhren, dass es sie, schnipp, von der westlichen Peripherie in die Nähe des galaktischen Zentrums verschlagen hatte. Ohne einen Kratzer wohlgemerkt, sehr zu Huberts Missfallen. Auch die Eric war völlig unangetastet, wie ich erkannte, als ich nach der ersten Sekunde des Schocks zur Konsole stürmte. Doch wir waren wieder Mutterseelen allein im System. Von dem Schiff der Besucher fehlte ebenfalls jede Spur. All unsere Funksprüche vergingen unbeantwortet im All. Offensichtlich wollten sie nicht mit uns reden. Es tut mir leid, hatte ihr Sprecher in Efis Körper gesagt, Sekunden vor dem Aufschlag, der nie gekommen war. Seine nächsten Worte waren im Lärm und der Panik fast untergegangen. Wir haben uns geirrt. Ihr seid noch nicht bereit. Das war das Letzte, was wir von ihnen gehört hatten. Auf dem Rückflug kämpften wir zu dritt gegen unsere Wut und Enttäuschung. Oh Mann, wie sehr ich mich auf meinen Bericht an Huggins freute. Hubert raufte sich den Pelz. Wenn ich das nächste Mal einen von diesen transgalaktischen Pennern treffe, pisse ich ihm in den Klingelbeutel. Niemand war geneigt, ihm zu widersprechen. Ein langer Moment des Schweigens folgte. Tja, murmelte Hubert irgendwann, nachdem er sich beruhigt hatte. Vielleicht waren sie doch nicht so eine große Nummer, wie sie behauptet haben. Die Schnupsis, meine ich. Warum sonst sollten sie sich von ein paar Fanatikern ins Boxhorn jagen lassen? Oder sie haben eingesehen, dass ein Großteil von uns sehr viel primitiver ist, als sie geglaubt haben.
Ich weiß nicht mehr, ob ich es laut ausgesprochen oder nur gedacht habe. Meint ihr, sie kommen noch mal zurück? Fragte Evi. Also, in den nächsten 8000 Jahren würde ich nicht damit rechnen, sagte ich und leerte den letzten Schluck kalorienarmen Glug. Das Zeug schmeckt auf einmal so bitter wie Asche. Mein Blick verlor sich in der Finsternis jenseits des Schiffes, in der die Sterne wie winzige, verlorene Kerzen wirkten. Sie hörten Rick Future Extra Zweitkontakt. Gelesen von Sven Matthias und Tim Gößler. Skript Dane Rahlmeier. Produktion und Musik Tim Gößler. Design und Illustration Colin M. Winkler. Rick Future ist eine Produktion von Sven Matthias in Zusammenarbeit mit Tim Gößler und Dane Rahlmeier mit freundlicher Unterstützung von hörspielprojekt.de.